Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Moin, da sind wir wieder. Feelings, ist Anni sagt. Und pass auf, Leute, mir ist aufgefallen, das ist, wir, weil wir hier mit einer guten Fee zusammenarbeiten. Wenn ich sage, ich hätte gerne das in diesem Podcast, dann wird mir zugeschickt. Wir haben jetzt durch einen dummen Zufall letztes Mal, ich weiß nicht mehr mit wem, über Benjamin Blümchen geredet und bam, steht hier eine Kiste mit Merchandise von Benjamin Blümchen. Und das ist natürlich eine Sache für einen 48-jährigen Mann. Das ist natürlich, da geht mir das Herz auf, weil das sind Things, die ich brauche. Ein Sweatshirt von, wo Benjamin Blümchen draufsteht und dann, wo ich auch im Polo-Club bei mir im Grunewald auch bestens ankomme mit dieser rosafarbenen, mit einem rosafarbenen Cappy, wo Terreur draufsteht. Da bin ich natürlich Best Man in Town. Deswegen verfahren wir jetzt weiter so. Kleinigkeit von Wempe wäre schön zum Beispiel, das habe ich mir aufgeschrieben. Und dann jetzt wirklich ein Gärtner. Ich brauche einen Gärtner. Ich brauche also Gärtner, Berliner Gärtner, nicht jetzt lange Anfahrten. Muss ein Berliner Gärtner, vielleicht noch Peripherie, Brandenburg oder so, geht auch noch. Ich brauche einen Gärtner für sofort. Ich möchte mir das Anwesen von Downton Abbey bei mir, also mein Garten ist jetzt nur 300 Quadratmeter groß, aber das gesamte Downton Abbey, das ist, wird sehr eng. Aber ich hätte trotzdem diese 800 Weiden zum Beispiel im Garten, einen Teich noch und... Ein Gärtner und ein Architekt, der das Haus auch, also das sind 100 Quadratmeter Wohnfläche, aber der das Haus von außen so baut, dass das aussieht wie Downton Abbey. Und dann die ganzen Bediensteten hätte ich auch gerne, die allerdings für umsonst arbeiten müssten bei mir, damit ich auch dieses Feeling dann bekomme. So, das war's eigentlich schon. Das ist bei mir, ich bin ja die Bescheidenheit in Person, viele Wünsche habe ich nicht mehr. Es geht eigentlich nur noch um Kleinigkeiten. So, es geht los. Ich mache erstmal jetzt schon das Intro. Jetzt, weil ich jetzt schon, ist ja jetzt hier schon die 800. Folge. Ich drücke erst auf das Intro und mache dann die Maske. Der Typ ist so gewitzt. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings. Wisst ihr, was das Schönste ist, dass ich immer noch aufgeregt bin. Ich sitze immer noch hier und habe Herzrasen, weil ich denke, wer mag wohl da sein? So, Maske ab. Nein, Iris Berm. Tag, Herr Krömer. Sagen wir Sie, was? Nee, alles fein. Kann ich Sie, also kann ich zu Ihnen du sagen? Oder wollen wir so das erstmal soft angehen mit Sie, Frau Iris? Nee, immer Iris. Ja? Ja. Ich hatte das bei Herbert Grönemeyer, da haben alle gedacht, ich will den verscheißern, aber da habe ich zu dem gesagt, ich habe so einen Respekt vor ihnen, dass ich sie gerne siezen würde. Ich bin ja so ein alter Siezer, ich weiß. Aber wir haben uns ja schon kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt. Ja. Soll ich sagen, wo? Ja. In einer Kinoproduktion. Richtig. Wir sind ja beide Kinolegenden. Wir sind Legenden quasi, ja klar. Und da trafen zwei aufeinander. Ich weiß jetzt nicht mehr das Genre, ob das eine Komödie war, ob das es ein Drama war. Es war ein Kinderfilm. Historien. Ich wollte es ein bisschen aufbauen. Conny und Co. Genau. War der zweite Teil? Ja, beim genau. Beim ersten war ich noch nicht dabei. Da hat man mein Talent noch nicht entdeckt für den Film. Es war auch dringend notwendig, es war gut so. Ich habe einen Kleintier-Zoohändler. Ein Zoohändler waren Sie, das bringt mich zu meinem... Und ich sah aus, ich hatte eine Perücke auf und sah aus wie eine... Waren gar nicht die eigenen Haare? Nee. Ach, guck an, ich sah aus wie immer. So eine Strohscheuche, wie heißt das? Vogelscheuche. Wie eine Vogelscheuche. Und dann... War Drehpause, ich sitze neben Iris Berben, sehe aus wie eine Vogelscheuche, hatte auch so eine Klamotten an, wo, also fürchterlich, und dann saßen wir in so einem Zelt. Genau. Damit wir nicht, weiß ich nicht, nicht von der Sonne verbrannt werden. Damit uns keiner sieht und von, ja, genau. Also ich habe auch genau daraufhin, man darf für die. Ach so, Geschenke. 6 Euro nicht übertreffen, habe ich irgendwie gehört. Also Sie können, also. Das fällt mir schwer, sowas. Sie können auch mir Bargeld schenken noch. Okay, dann hole ich das nachher.
Also das ist hier in Angedenken an die Rolle. Ja. Meisenknödel, weil ich gesagt habe. Vielleicht ist eine kleine Erinnerung als ja. Zoobesitzer und können auch ihre eigene Meise damit füttern. Bird Fatballs. Ja. Und wenn aus dem Ausland? Nee. Ach. Habe ich gestern noch erfahren. Meisen, ich kannte das Wort auch nicht, aber ich fand, es muss irgendwas sein, was aus diesem Zoogeschäft war, weil ich habe gehört und gelesen, dass ganz viel Nagellack geschenkt wurde. Ja. Und habe ich gedacht, da ja, werde ich jetzt überhaupt nicht die Farbe treffen und ich hab alles hatte schon. Alles schon. Ja, das denke ich mir. Man musste ja im Kühlschrank lagern, mein ganzer Kühlschrank ist voll. Wir haben alle abgenommen, meine ganzen Kinder haben nichts mehr zu essen, ja. Weil alles voll ist mit Nagellack. Ja, aber das ist ja, aber ich finde das eine Entscheidung im Leben. Meisenknödel heute Abend, schön warm gemacht. Warme Meisenknödel und falls es nicht, das ist dann für den menschlichen Gaumen Studentenfutter, weil ich dachte mit den Meisen. Und dann bin ich... Hat das alles zusammen 6 Euro gekostet? Ich sollte nicht 5,99. Haben Sie Quittung bei? Passen Sie mal auf. Ich habe ja diese Häuser im Garten. Ich habe Vogelhäuschen. Ah, ja, wie bin, schön. Also es ist jetzt leider eine traurige Erinnerung, weil ich fast gestorben wäre letztes Jahr. Ich wollte Meisenknödel an ein Meisenhäuschen machen mit so einer Reißzwecke. Bin dann die Leiter runter und habe die letzte Stufe verfehlt, bin runtergefallen und gegen eine Steinpalette mit dem Rücken geknallt, sodass ich auf dem Boden lag und dachte, das war's jetzt. Und dann lag ich da, meine Kinder waren neben mir, ich habe den starken Mann gemimt und die sagen, es geht mir gut, macht euch keine Sorgen. Und dann hat mir die Rippen geprellt. Eieiei. Und alle haben gesagt, ja, wir haben dir tausendmal gesagt, diese scheiß Steinpalette, ja. Die seit 2 Jahren im Eingangsbereich des Gartens steht, muss weg. Muss mal weg, ja. Das war ein Zeichen. Aber jetzt, hoffentlich passiert kein Unfall, wenn die Meisenknödel jetzt... Ich leg die jetzt an dem Baum nur auf den Boden. Ja, vielleicht, ja, genau. Also eine Meise muss ja in der Lage sein, da einfach den runter zu fliegen. Ja, finde ich auch, ja. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Und da haben wir Conny und Co., da war noch... Till Schweiger hat Regie geführt. Ja. Seine Tochter hat die Hauptrolle, die war die Conny. Till Schweiger hat Regie geführt? Ich habe die Regie ja nicht wahrgenommen. Ich habe den gar nicht gesehen. Der sitzt da auch meistens. Wo war er denn? In so einem Wohnwagen in der Ausspiegelung und schneidet schon. Er war schon an der Bar bei der Premiere. Wer hat denn da noch mitgemacht? Auch eine Legende. Heino Ferch. Heino Ferch war mit dabei. Also ja, bei der Szene, die wir gespielt haben. Und dann saßen wir in diesem Zelt. Sie hatten eine Lederjacke an, das weiß ich noch, eine schwarze Lederjacke. Ja, und ich hatte immer eine Ratte auf der Schulter, ja, genau, weil ich habe mich als Kleintier-Vertilgungsfanatiker ausgegeben, ja, um da überall hinzukommen, ja. Und dann, weil ich Komiker bin. Also jetzt habe ich schon die Chance, dass ich neben Iris Berm sitze und bin natürlich sofort, wir sind sofort auf SketchUp gekommen. SketchUp, ja, genau, klar. Darf man Sie darauf noch ansprechen? Unbedingt. Ja, ja, ich finde, das ist, erstens mal habe ich das wahnsinnig gerne gemacht, zweitens habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt. Drittens ist dieser Krebs unvergessen für mich, auch als Freund, muss ich sagen. Und dann, das wird ja immer noch auf irgendwelchen dritten Programmen wird's gezeigt. Und ich habe im letzten Jahr zu so einer Angedenken an Dieters, der 75 geworden wäre, haben die dritten Programme nochmal so 90 Minuten gemacht, wo man richtig reden konnte, wie wir es gemacht haben und Sketche gezeigt. Ich mache das gerne. Einer in diesem Raum hat sie gesehen, Bayerischer Rundfunk. Bayerischer Rundfunk. Ja. Ja. Darf ich meinen Lieblingssketch sagen, ja, in dieser Doku? Ja. Sie sind verkleidet gewesen als ältere Dame am Stock, gehen an der Straße vorbei, hinter ihnen stehen 4 Frauen und sie gehen auf Dieter Krebs zu, der Polizist ist, und fragen, wo sind die? Ja, was sind das denn da für Damen? Ne? Das sind Prostituierte. Nein, wenn da mal nicht ein paar Nutten bei sind. Ja, mochte ich auch. Ich hab sie lieb. Ich hab's auch mit dem Hamster. Mit dem Hammer und dem Teppich und dem Hamster. Das Verrückte ist ja, wie viel Leserbrief, also wie viel beleidigte Menschen. Heute würde das ja mit dem Internet und mit allen technischen Möglichkeiten, das würde ja alles viel schneller gehen. Damals haben sich die Menschen dann hingesetzt, einen Brief geschrieben, voller Empörung, Verachtung, wie man so das
despektierlich, so respektlos, ja, über Berufe, über Tiere, über Menschen, mhm, über, also jede Berufsgruppe, die wir hatten. Und dann haben, ja, wir das irgendwann auch zur Sendung gemacht, dass wir dann einfach die Briefe vorgelesen haben, weil das war auch Komik genug eigentlich. Ich wusste das gar nicht, dass das war ja in der Doku auch drin, dass der Bayerische Rundfunk, kann man das Zensur nennen, dass die Sketche, die sie ihnen überreicht haben, also nicht Zensur, ja, so ein bisschen abgewandelt, ja, also die Schärfe, ja, rausgenommen. Genau, aber die Schärfe rausgenommen und von, also es hieß immer, dass wir selber aussuchen können und Gestaltungsmöglichkeiten haben. Wir hatten Gott sei Dank Uli Stark, unser Regisseur, und Dieter und ich, wir waren schon irgendwie eine kraftvolle Einheit da, weil was wir nicht wussten ist, dass die vorher schon selektiert waren. Ja. Also gerade in Bayern damals gab es schon extreme Probleme. Alles, was politisch war, alles, was kirchlich war, wurde irgendwie aussortiert. Und das fanden, bis als wir es dann rausgefunden haben, haben wir gedacht, nee, das ist nicht so lustig. Und es war auch so einer der Gründe, warum wir aufgehört haben dann, ne? Tatsächlich. Wie? Also ich habe immer, man hat immer das Gefühl, das waren irgendwie 500 Folgen, aber wie viel waren? Wir haben es 3 Jahre gemacht und es waren sechsmal eine halbe Stunde pro Jahr. Ja. Also es war nicht so viel, aber, ja, dadurch, dass es auch so oft wiederholt wird, ne, denkt man immer, dass es endlos war. Aufwendig auch. Aufwendig, ne? Diese Masken. Die teilweise waren, Sketche, die ja 20 Sekunden nur liefen. Ja, war klasse. Also für die alten Maske, heute würde ich natürlich auch ein bisschen weniger Zeit dafür brauchen, aber damals war schon die alten Maske, das war ja alles geklebt. Ja. Und dann haben wir eben viele Sketche, die auch in unterschiedlichen Sendungen erst waren, haben wir so hintereinander abgedreht, weil ab 12:01 konntest du dann die alten Maske nicht mehr nehmen, weil dann lösten sich die Hautfetzen langsam. Und das ist ja heute anders. Du kannst ja heute ganz anders arbeiten. Du hast ganz andere Materialien, ne? Ich sehe sie die ganze Zeit jetzt in irgendwelchen Rollen. Ich weiß nicht, ob sie das waren, am Fenster stehend, der Morgengraut. Als der Morgengraut, dem Morgen. Das ist einer meiner absoluten Lieblings. Ja, weil man auch so selbstironisch sein konnte, weil man so in die Vollen gehen konnte und so. Es ist ja alles ein bisschen zurückgegangen. Ich habe sie geliebt. Also ich glaube, das war auch ARD, 21:05 nach dem siebten Sinn. 21:45 war es tatsächlich und wir haben das, ich meine, zu den damaligen Zeiten, wir hatten zwischen 15 und 18 Millionen Zuschauer. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Und die waren, es gab jetzt nicht dieses, es gab keine Privaten damals und du hast natürlich, aber das an einem Montagabend ist eher bei der frühen Zu-Bett-Geht-Zeit der Leute, ist es natürlich irgendwie. Und waren die alle jetzt sauer oder hat man sich das angeguckt, damit man sauer ist? Oder hat nicht die Mehrzahl gesagt, das ist eine richtig geile Sketch? Die Mehrzahl fand es, glaube ich, eher wirklich witzig. Aber ich glaube, es ist ja wie immer, wenn du so Berufe irgendwie, wenn du da dann mal eine kleine Überspitzung oder auch eine größere machst oder wenn du genau in die Wunde gehst, wo du sagst, das sind die Sachen, die ja nicht ganz so lustig sind, dann ist der Aufschrei immer gleich da. Die sich ertappt fühlen oder die sich erkennen da drin, ne? Die schreien natürlich gerne laut. Und sie wollten da, ich habe ja, das ist lustig, dass ich diese Doku gesehen habe, ich habe sie, glaube ich, zweimal gesehen, dass sie wollten aufhören eigentlich. Mhm. Am ersten Tag. Ja, es war nicht mal der erste Tag. Ich hatte schon so ein paar Tage, aber ich bin mit dieser Geschwindigkeit, wie die, auch Dieter, der das ja vorher schon gemacht hatte mit Beatrice Richter, die waren so eingespielt. Ne? Und du hast 6 Kameras und die waren sofort immer drin. Und ich habe gedacht, ich bin ja gar nicht komisch. Was ist ich? Wie soll ich das hinkriegen? Wo soll ich das herholen? Wie soll ich das nehmen? Und da wollte ich, also gab es ein langes Gespräch und ich habe gesagt, Kinder, ich schaffe das nicht. Ich übernehme jetzt auch alle Kosten, was ihr schon hattet, aber ich bin keine gute Wahl für euch. Und dann, das war ein gutes Gespräch, weil die auch gemerkt haben, ich war so ein bisschen überfordert mit, die waren eingespielt und die mussten mich einfach mitziehen. Und dann, als ich dann mal
dieses Honigwasser, dieses Teufelswasser ja. geleckt hatte, dann. Die Reaktion bestimmt auch, die dann kam, dass die zu voll gesagt haben, finde ich lustig. Ne? Ja, klar. Du hast ja so viele Möglichkeiten gehabt, in so viele Figuren zu gehen. Ja. Ne? Das ist ein Geschenk für einen Schauspieler sowieso. Und sie hatten mehr Zeit auch, ne? Viel mehr Zeit, ja. Klar. Ich weiß gar nicht, ob das Conny und Co. war, ob das diese Szene war, weil ich bin ja kein Schauspieler, also ich bin kein gelernter Schauspieler. Ich hab's auch nicht gelernt. Nein? Nee. Was? Nee. Nix? Nee, nix. Moment, aber ich denke ja auch immer noch, das hört auch nicht auf. Irgendwann ja. denkst du, aber nicht irgendwann kommt mal noch nie. Stündchen nein. Oder so. Nee, für ein Stündchen, nee. Irgendwo mal jemand ein Buch gelesen oder so? Ja, Bücher schon gelesen. Aber nicht wirklich so. Peter Sellers habe ich mal ein tolles Buch gelesen. Hausparty. Aber es sind, es ist Learning by Doing ja. Und man denkt ja dann auch, irgendwann kommen sie dir auf die Schliche, dass du es gar nicht kannst, oder? Dass einer morgens am Set fragt, können Sie mal bitte die Ausbildungspapiere morgen jetzt vorlegen. Mal vorlegen, ja. Und man hat aber schon 3 Tage gedreht und man weiß, jetzt wird alles gestrichen, das wird richtig teuer, ich muss 10 Jahre bestimmt ins Gefängnis. Aber ist ein ganz guter Motor, oder? Ja. Ich mag das. Was war das Erste, die erste Produktion, die Sie mitgemacht haben? Also es gibt sowas in den 60er Jahren in Hamburg, als ich noch in Hamburg war und auch noch zur Schule ging eigentlich, da war so eine Flower Power Bewegung und da war ich so das erste Mal, wo ich gefilmt wurde. Das hat irgendwann mal der NDR rausgefunden. Entschuldigung, Frau Berben, ich habe diesen Ausschnitt gesehen. Ich habe nämlich im Dezember bei der Quizshow mitgemacht, siehste. Und da war das Teil einer Frage. Ah, wirklich? Da hat man sie gesehen. Da war vorher die Frage, wer hat bei so einer Hippie-Demonstration mitgemacht? Und dann waren 4 Namen, unter anderem ihrer. Und ich kenne die Szene. Ja, und davon wusste ich gar nicht. Also um mal zu sagen, das war das erste Mal, dass eine Kamera auf mir stand. Dann haben wir so experimentelle Kurzfilme gemacht mit Leuten von der Kunsthochschule. Und so der richtige erste Film war dann München Detektive mit der Uschi Obermeier, Uli Lommel. Das war dann schon richtig Kino, aber mit einer Naivität und mit einem Selbstbewusstsein. Ja. Das wünsche ich mir manchmal, dass ich das heute noch hätte. Aber gleich die richtigen Leute kennengelernt, war? Frau Obermeier, Lommel? Naja, das war. München war damals. München war eine klasse Stadt. Also jetzt ist sie so satt und so vollgefressen, wirklich. Und so, ich glaube, manchmal von sich selber auch ein bisschen gelangweilt. Und damals war das noch. Ich habe so eine Doku gedreht für Amazon über diese 60er Jahre in München eigentlich. Jetzt aktuell? Die läuft schon seit einem halben oder dreiviertel Jahr. Ja. Heißt, als München noch sexy war. Und das war wirklich, weil da ging, das waren so viele Impulse, die da losgingen. Und damals, der Film fing an und die Mode, Veränderung. Und es hatte was Wildes, was es heute nicht mehr hat, weil es ist heute sehr gesettelt und sehr. Ja, es ist situiert und bewegt sich wenig, finde ich. Aber damals war eine gute Zeit und insofern hat man sich irgendwie gerochen und man kam gleich in diese Clique rein, Roland Klick und Klaus Lemke, mit Lemke habe ich dann die Filme gemacht und war eine gute Zeit so, weil sie einen. Ich glaube, das ist ja die Zeit, wo man selber so am Suchen ist. Ne? Wo will man hin? Wer ist man? Was will man machen? Und wenn man, also für mich kann ich nur sagen, es war eine gute Zeit, diese Menschen alle getroffen zu haben, weil es prägt einen bis heute. Also fürs eigene Urteil, für die Befriedigung dessen, was will man eigentlich, was sucht man, wie satt ist man oder will man satt werden oder so. Ich finde das. Sind Sie satt? Nee. Noch nicht? Nee, immer noch hungrig. Und ist aber anders heute, ne? Ist anders, ja. Es gab auch so eine Zeit, wo ich mir denke, da habe ich irgendwie ganz schön irgendwie vollgefressen, so im Kissen gelegen. Erfolg ist auch schon, es verführt auch, ne? Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht. Sind Sie mal durchgedreht irgendwie so, dass Sie völlig den Boden unter den Füßen verloren haben? Das habe ich eigentlich nicht gehabt. Ich bin eh so ein Zweifler, ne? Ich stelle immer alles eher in Frage. Und ich,
Nee, durchdrehen eigentlich nicht. Aufhören wollte ich. So als ich 50 war, habe ich mein ganzes Jahr aufgehört auch. Weil ich dachte, sind die Antennen eigentlich noch, sind die noch hoch genug? Also nehmen die noch jeden Sound auf und ist die Sensibilität da oben in diesen Antennen auch immer noch richtig? Aber das hat auch gut getan, so ein Jahr mal zu sagen, was macht es eigentlich mit einem? Wie verwöhnt ist man eigentlich? Und wie gewöhnt man sich an dieses Verwöhntsein? Und aber dann wusste ich, ich habe Lust, ich mag das. Ich mag, also ich finde einfach dadurch, dass ich so ganz andere Welten immer betreten kann durch Rollen, ne? Dieses Wegsein von der Straße ist ganz gut für mich. Haben Sie, ich habe auch mal ein Jahr frei genommen. Haben Sie auch das Gefühl gehabt oder die Angst, dass die Leute Sie vergessen? Dass Sie einfach weg sind ein Jahr? Und also ich meine, ist ja nicht so, dass man vergessen wird, aber ich hatte das ganz stark, weil irgendwann wurde ich auch, habe ich das Gefühl gehabt, ich wurde ja nicht mehr erkannt. Also das, man muss tatsächlich, ich glaube, es gibt so eine Zeit vor den Social Medias, auf denen ich nicht bin, aber die heute, irgendwie habe ich das Gefühl, die sind so ein Begleiter, die dich ja, die lassen dich nicht in Ruhe. Die pushen dich immer wieder in die Öffentlichkeit irgendwie. Ne? Das gab's damals nicht. Aber es war auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, also man war vielleicht auch nicht so, man war präsent und ich war präsent, aber ich war nicht in der Weise präsent, wie du es heute bist. Durch andere Medien einfach. Ne? Das war bei Ihnen damals in die Presse, ne? Die einfach, ja, also es war nur in Anführungsstrichen die Presse, die da war. Und insofern, das hatte ich eigentlich nicht. Und trotzdem denkt man, natürlich denkst du darüber nach. Also jetzt denke ich immer darüber nach, ich bin 72 und dann denkst du natürlich auch, gibt es eigentlich Momente, die einem mitteilen, dass das vielleicht jetzt Schluss sein sollte. Also das habe ich schon oft, dass man darüber nachdenkt, einfach wann ermüden Leute von dir? Ich ermüde halt nicht, ich ermüde aber noch das, nicht mal an mir selber. Aber das ist doch gut. Also, ja, das ist ein gutes. Also Schluss ist, glaube ich, dann, wenn man selber müde ist und sagt, ich habe keinen Bock mehr aufzustehen. Ich denke, das meine ich eben, Ich habe keinen Bock mehr, ans Set zu fahren und zu drehen. Ich habe keine Lust mehr. Genau. Bin müde. Ja. Ich muss mal unbedingt was fragen. Ich nehme an, sehr das gerne. Hat jeder schon gefragt, der in dieser Sendung war, weil ich habe mir so, der erste Gedanke, als ich von dieser Sendung hörte, habe ich gedacht, das ist ein Konzept, das wäre genau meins. Nichts zum Vorbereiten, nicht stereotype Sachen, die du alle schon, nicht diese Perfektion, die immer erwartet wird, der Fragenkatalog, der abgearbeitet werden muss. Ich fand es so klar und habe mir gedacht, erstens Fan, großer Fan von. Oh, danke. Wirklich ein Riesenfan. Und dann kam aber dieses Konzept dazu. Und dann kam sofort die Frage, dass ich mir gedacht habe, wie geht denn das eigentlich, wenn jetzt ein Arschloch hier sitzt? Also da, den Trick kann ich verraten, dass wir eine Liste haben mit Hunderten von Namen, wo einfach kein Arschloch drauf ist. Gut. Das und wie lange ist die Arschlochliste? Also die, mehrere tausend Seiten. Wir laden die ja nicht ein. So. Nee. Aber das ist auch vom Team her, haben wir den gleichen Geschmack. Ja, gut. Also wir haben hier keinen Streit, dass ich sage, den oder die Gästin möchte ich nicht haben, weil die ist doof. Also ich bin auch jetzt nochmal drauf gekommen, weil ich habe ja Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, doch den Orden wieder, den tierischen Ernst, da musste ich die Laudatio auf sie halten, weil ich die Auszeichnung letztes Jahr gekriegt habe. Ja, okay. Und ich, und das habe ich auch in der Laudatio gesagt, da sage ich, aber man muss ja den Nächsten, der kommt, die Laudatio halten. Was ist denn, wenn du da eine Nummer hast, die gar nicht geht? Ja. Oder so. Und habe dann eben auch gesagt, ich finde, ich habe Glück gehabt. Also da fällt mir genügend ein und da fällt mir gerne etwas ein. Und das fiel mir nur so auf, dass ich mir gedacht habe, oh Mann, wie geht man denn damit um? Also schlimm wird es, wenn ich die Person nicht kennen würde, glaube ich. Obwohl ich auch überlegt habe, nein. Also so wie wir jetzt sprechen, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt
Journalist wäre, wäre das ja ein unterirdisches Interview, weil ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Ich glaube, das würden Sie auch hassen, wenn, sagen wir mal, ich bin jetzt also richtig Journalist, ich lade Sie ein und fange dann an, Ihren neuen Film, weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Okay, da wäre ich sauer, ja, weil ich mir sage, man muss die Hausaufgaben machen. Nicht vorbereitet, nicht vorbereitet. Ist unhöflich. Ja, aber so. Das hier ist ja ein Konzept. Ja, genau. Und deswegen manchmal ist so ein bisschen, ist es ein bisschen schambehaftet, weil es natürlich auch die Faulheit bedient. Ja. Ja, ich würde auch gerne Filme drehen, die so ablaufen, dass man diesen Text nicht lernen muss. Ich glaube, ja. Ich würde viel mehr drehen, wenn diese komischen Bücher nicht wären, die ja, man andauernd, also ich hasse es. Lerne auch es. Gerade wieder Teufel, lerne ich gerade für aber einen Film. Fällt es Ihnen ein, also ist es einfach für Sie, diesen Text, oder ist es? Ja, ich muss sagen, es war mal einfacher. Ja. Ja. Als ich jünger war, habe ich Texte so, ich habe sie fotografiert quasi und irgendwie waren sie drin. Und dann konnte ich mich damit beschäftigen. Heute habe ich das Gefühl, der Kopf ist so voll von so vielen Sachen. Ja. Ich lasse ja auch alles rein. Das ist das. Also ich schiebe dann immer auf. Prokrastination ist dann. Ich fange dann an, wenn ich weiß, morgen wird gedreht und ich muss noch 5 Seiten lernen, fange ich an, Fenster zu putzen. Nee, das kann ich nicht. Ich muss, also da muss ich irgendwie, ich werde immer nervöser. Ja? Ja. Warum? Immer nervöser zu versagen. Aber es spricht für Sie, dass Sie nicht, also das heißt, Sie sind nicht eingebildet. Sie gehen nicht ans Set und denken, ich bin die großartige Iris Berben, mir kann nichts passieren. Naja, das ist ja, also so dämlich kann man ja nicht sein, oder? Ist so, ne? Ich hab das oft. Kann man nicht sein. Ich habe es oft gemerkt bei Leuten, die kein Talent haben, die neigen dazu, am Set durchzudrehen. Da dachte ich immer, okay, du hast kein Talent, in den nächsten 10 Minuten wirst du durchdrehen. Du bist so ein Kandidat dafür. Naja, es ist ja, glaube ich, wirklich so, dass die Leute, die dann ja auch diesen Beruf irgendwie immer so sehen, dass er ja auch eine Verantwortlichkeit ist, irgendwie den anderen gegenüber, sich selber gegenüber. Ist die, also meine, das dann meine Eitelkeit auch, muss ich sagen. Meine Eitelkeit ist, dass ich einfach vorbereitet bin, damit ich dann eigentlich viel mehr Möglichkeiten habe, vielleicht, wenn jemand sagt, lass uns nochmal ganz woanders hingehen, lass uns mal ganz anders irgendwie auch was improvisieren oder so, dann ist man gefestigt irgendwie, finde ich, ne? Aber ja, ich mag das Stammeln ungern, wenn der Kollege dann nach die toten Augen von London glotzt du da rein und es fällt ihm der Text nicht ein. Es ist mühsam dann, ja. Ja, kann passieren. Passiert auch. Aber öfter. Wenn Sie jetzt merken, also man merkt es ja, wenn man sich verhaspelt, dann macht man es nochmal. Aber wenn Sie jetzt wirklich merken, mein Spielpartner ist so gar nicht vorbereitet. Also der stammelt nicht, der sucht einfach, der sucht den Text gerade. Ist nicht so gut, ich glaube, da verliere ich auch irgendwie meinen ganzen Charme, meinen Witz, meine Lässigkeit. Ja. Und ja, weil das finde ich unfair. Ja. Film ist Verabredung. Ja. Nee, das habe ich auch, dass ich denke, ich kann jetzt nicht, wenn ich einen Kinofilm drehe, eine kleine Rolle da habe, am Set stehen und sagen, ich habe den Text nicht lernen können, weil ich jetzt noch Fenster geputzt habe. Richtig. Das ist schwierig und das macht mir richtig Druck, dass ich weiß, es gibt aber keine Ausrede. Aber das ist ja auch bei jedem anders. Es gibt ja auch Kollegen, die ich habe, die nur unter Druck lernen können. Ja. Wirklich kurz vorher und sich selber so viel Druck machen. Da hat ja jeder so irgendwie sein eigenes Repertoire. Das hat mir Rolf Zacher mal gesagt. Gott hab ihn selig. Der ist ans Set gekommen und hat gefragt, ich habe mit ihm gedreht. Und sag mir mal das Genre. Was ist das für ein Genre? Science-Fiction, Western, Krimi? Mit Zacher habe ich gerne gedreht. Wir haben mal eine 6-teilige Serie gemacht. Das ist wirklich, das ist über 40 Jahre her oder noch länger. Angelo und Luzi. Ich war Luzi von Lucifer. Ich war in der Hölle. Ja. Hat auch super, ich hatte so riesengroße Perücke mit roten langen Haaren und so 2 kleine Hörner, die oben rauskamen, wo ich mir gedacht habe, das ist ja auch richtig cool, sowas mal zu spielen. Und Angelo, er war der Engel. Er war im Himmel, ich war in der Hölle und wir waren aber per Monitor miteinander zugeschaltet. Ja. Wir konnten uns also sehen und er durfte ja nur das Gute, das Richtige. Ja. Und als Teufel darfst du alles lügen, betrügen und alles. Und wir wurden immer auf die Erde geschickt, wenn eine Seele am Wackeln war. Ja. Also, und dann sind wir natürlich gepäst auf die Erde und konnten uns in dem jeweiligen Outfit, was dann was wichtig war für diese Szene, haben wir quasi um diese Seele
gerungen, ne? Dass sie alles Schlechte dieser Welt tut und Zacher alles Gute. Und dann wir untereinander, habe ich ihm auch immer gesagt, also aus so einem langweiligen Milchhimmel runterkommen. Bei mir ist Kaviar und Champagner und jeden Tag Party und war eine witzige Serie. Mit. Eigentlich seine Rolle, oder? Ja klar, ich habe gesagt, genau das ist es. Ich habe seine Rolle gespielt. Ich habe ihn sehr geliebt. Ich habe gestern die Friseuse gesehen von Doris Dörrie, wo er Menschenhändler gespielt hat. Wo ich dachte, oh, er fehlt so. Er fehlt. Er fehlt. Ja, es fehlen so. Ja, es fehlen Typen. Die fehlen, weil, das meinte ich vorhin auch, als wir geredet haben, alles ist eher ein bisschen vorbereitet und auf alle Eventualitäten hin schon so abgescheckt. Und dadurch entsteht immer weniger so an, auch an dem Wahnsinn. Ich finde, Kunst oder Kultur oder überhaupt Kunst, da sollte es keine wirklichen, diese Tabus sollte es nicht geben. Wir sollten sie brechen und Dinge zeigen können oder Fragen stellen können oder so. Und wir bedienen uns schon sehr stark nur diesem Sicherheitsdenken rundherum. Und klar, alle erklären dir, wie viel Geld da im Spiel ist. Ne? Wenn ich an die Filme denke, früher eben, die wir gemacht haben, klar, das war natürlich eine ganz andere finanzielle Situation auch. Man hat sich dadurch aber auch mehr getraut. Und man hatte auch mehr Zeit. Ne? Und man hatte mehr Zeit, ja. Ich habe das zu Ende geführt bei Conny und Co., wo ich das erste Mal am Set stand in dieser Produktion und so alles um mich herum vergessen habe. Das war für mich immer ein großes Problem, dass ich meinen Spielpartner hatte und dann neben dem Spielpartner gesehen habe, da ist jetzt der Kameramann oder die Kamerafrau, da steht jetzt der Beleuchter, da ist die Lampe. Das ist alles so unecht, dass ich das da gemerkt habe und davor immer gemerkt habe, das ist unheimlich mit Stress behaftet. Ja, es ist. Du gehst vielleicht den Text kurz mal durch, du rauchst dabei eine und alles wuselt um dich rum, du gehst den Text mit der Partnerin, mit dem Partner durch und dann zack. Ich habe schon Produktionen gehabt, wo der Regisseur, die Regisseurin gesagt hat, okay, das war's und ich dachte, das war noch die Probe. Ja, kenne ich auch. Ein Take, fertig, das war's. Ja, aber es gibt auch da gibt es Unterschiede, ne? Es gibt Regisseure oder Regisseurinnen, die wirklich mit dir proben oder wir versuchen, das ist auch immer alles eine Zeitfrage, dass wir uns vorher treffen, dass wir wirklich auch Proben machen können, weil eben genau dieser Zeitdruck dir und der engt ja nicht nur dich ein, der engt ja auch, finde ich, so Möglichkeiten ein, so unvorhergesehene Dinge vielleicht zuzulassen oder so. Ich meine, was ich vorhin meinte, Film ist Verabredung, das muss sein. Man muss wissen, was man machen will und wo man hin will. Ich hab einen Film gemacht. Ich bin wirklich unendlich glücklich darüber, dass ich dabei bin mit einer kleinen, aber total verrückten Rolle von Triangle of Sadness. Ja. Da war ein Regisseur, Ruben Östlund, der hat uns... Irgendwie, wir waren dann auf, der größte Teil dieses Films spielt auf einer Insel, war in Griechenland da. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der hat Takes bis zu 50 und 60 Mal gemacht. Ja. Mal so, mal anders. Ja. Nicht gut gefunden, doch, mal was Neues, mal was anderes. Und ich meine, kann man nur sagen, das Ergebnis... Oscar-Nominierung. Ja. Und, ist vielleicht ein Zeichen, ne? So ein bisschen, nimmt euch mal ein bisschen mehr ja, Zeit. Aber du findest auch, er hat Produzenten gefunden zum Beispiel, die so mit ihm arbeiten. Die er hat seine anderen Filme schon so gemacht, für die er auch schon Cannes gewonnen hat und alles. Du musst dich drauf anlassen, das ist auch eine Mentalitätssache vielleicht, ne? Jemand zu sagen, ich lasse ihn laufen, das ist die Art, wie er produziert. Es gibt... viele unterschiedliche Herangehensweisen dann irgendwie, ne? Wissen, wenn Sie jetzt hier 10 Drehbücher auf dem Tisch liegen hätten und Sie haben alle durchgelesen, wissen Sie ganz genau, das wird ein Erfolg oder das macht Spaß oder das geht durch die Decke? Vielleicht könnte es Spaß machen, dann weißt du, wer die Regie hat oder wer deine Partner sind. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Arschlochfreie Zone für mich nur noch. Ich habe keine Lust mehr auf. Wirklich nicht. Jetzt habe ich es zu lange gemacht, dass ich denke, und zwar nicht, weil ich Friede, Freude, Eierkuchen haben will. Überhaupt nicht. Ich finde es gut, wenn man sich aber diese ganzen Ego-Probleme zu bedienen und das ist extrem mühsam, kostet irrsinnig viel Energie, habe ich überhaupt keine Lust. Und man wird natürlich, man wird
knauserig mit seiner eigenen Zeit, oder? Ich will sie mir nicht mehr nehmen lassen. Und was wüsste ich das? Nee, du wie suche ich es aus? Ich suche es aus, es hat damit zu tun, wer wird diesen Film machen? Weil manchmal kannst du im Drehbuch gar nicht direkt sehen, was es ist. Dann siehst du aber, welcher Regisseur sich dafür entschieden hat. Ja. Und dann weißt du, das ist schon mal, da weiß ich, da kommen zwei Dinge zusammen. Und es sind, na klar, es sind die Kollegen dann, aber man kann es nicht vorher. Man weiß es nicht. Du hast die besten Ingredients, nimmst du alle zusammen und der Film läuft nicht und dann macht man irgendein kleines Projekt und es geht durch die Decke. Das mag ich aber auch so. Du kannst diesen Beruf nicht berechnen, wobei ganz viele wollen es ja. Ganz viele wollen es berechnen. Ja, das ist schlecht. Wie sind Sie damit umgegangen, wenn Sie Filme gemacht haben, wo Sie gemerkt haben, das ist jetzt nicht so richtig gut angekommen? Naja, ich bin ja nicht frei von Eitelkeiten. Also es kommt auch immer irgendwie drauf an, wie man das beurteilt oder wie du beurteilt wirst. Also es gibt ja dann auch in der Kritik schon auch Leute, die sich an ihrer eigenen Formulierung mehr erfreuen als... Die nehme ich mal außen vor. Das ist so Kritik, die dann nochmal von außen kommt. Also ich habe Vorstellungen gehabt, wo ich vor 1000 Leuten gespielt habe. Alle waren begeistert, ich habe mehrere Zugaben gegeben und am nächsten Tag stand in der Presse komplett versagt, nicht lustig. Ne? Und dann habe ich, dann bist du einer, also 999 haben gelacht. Ist gut gefunden, Du halt nicht, also das kann ich dir nicht ernst nehmen. Also ich kann tatsächlich, ich habe so meine eigene Messlatte und das ist nicht arrogant gemeint, aber wenn du dich zu sehr, finde ich immer von den, es werden ja auch von außen immer Messlatten irgendwie so angehalten. Ne? Wenn du die erfüllst, kann es ganz gut sein, dass du dich von deiner eigenen entfernst. Das will ich nicht. Also nicht, dass ich nicht lernfähig bin, bin ich. Und ich höre zu und ich will auch weiter und ich sauge gute Schauspieler und Schauspielerinnen aus, weil ich denen gerne zuschaue. Aber das man muss so seine eigene innere Messlatte haben, an der hangel ich mich hoch. Und dann gibt es Momente, wo ich selber merke, verdammt, das Ding ist mir echt. Oder der Film ist uns weggerutscht. Oder er ist nicht das, was wir dachten. Oder klar, es ist heute, denke ich dann immer, es ist schade, wenn alle eigentlich an etwas da gut gearbeitet haben, sagt man, es ist schade. Und dann gibt es natürlich auch Momente, wo du sagst, ja, das ist Lebenszeit, ne? Die Idee weggenommen wurde. Und ich finde, alles, was man macht, je älter man wird, weiß man, es ist Lebenszeit. Ich hatte schon Produktionen, wo ich dachte, was für eine Grütze, wie schlecht. Und dann ist das voll durch die Decke gegangen. Ja. Hatten Sie sowas auch, wo man dann dasteht und denkt, ja, gibt's ich auch. Schäme mich eigentlich, als ich gehört habe, das wird jetzt veröffentlicht und dann waren alle begeistert. Kenne ich auch. Und ich dachte, okay, dann habe ich mich da gut durchgeschlängelt, dann sah ich gar nichts weiter dazu, aber ich fand's Grütze. Ja, kenne ich auch. Ja? Ja. Irgendwie ist dann alles irgendwann dabei, ne? Dass man so eine, so eine Selbstsicherheit hat durch Erfahrung. Das finde ich auch schön, dass man irgendwann so erfahren ist, dass man weiß, die Fettnäpfchen, da bin ich überall schon reingetappt. Überall schon reingetappt. Es werden auch immer noch mal welche kommen, kann auch gut sein. Überschätzung fällt auch weg, dass man weiß, ich habe viele Sachen ausprobiert, wo ich dachte, vielleicht kann ich es und dann habe ich gemerkt, nee, kann ich doch nicht und dann lässt es weg. Aber es ist doch klasse, wenn ich immer, wenn man es ausprobiert, oder? Ja. Und da gibt es sicherlich noch viele Sachen, wo ich denke, habe ich noch nie gemacht, weiß ich jetzt nicht, ob ich das kann, aber ich würde es gerne ausprobieren. Auch angstfrei sein im Leben, bin ich auch, Buddenbrooks haben Sie gedreht, ne? Haben wir in Kiel oben gedreht, ja. Die Betsy Buddenbrook. Die Grand Dame eigentlich, ne? Ich glaube, ich die Krupps haben Sie auch, da haben Sie auch mit gemacht, ne? Ja, Bertha Krupp war ich. Ja. Sind Sie da festgelegt so? Ja, seit ich die 50 überschritten habe, Nee, bin ich nicht. Aber ist, also mir gefällt es ja. Ich fand es Wagner extrem war auch, spannend. Ne? Ja, Cosima Wagner. Ja. Hey, ja, kennen Sie nicht vorbereitet. Und dann das waren tatsächlich die drei, sagen weil wir mal. Weil ich sowas gerne gucke, so eine Verfilmung von irgendwelchen. Ja, ich habe es auch gerne, ich habe es gerne gemacht, weil man sich da auch irgendwie nochmal so in diese Zeit reinversetzen muss. Ja. Und sich vor allen Dingen so über das
Verhalten von so einer Frau, ne? Ja. Also gerade auch Antisemitin Cosima Wagner, ja, oder die Bertha Krupp oder eben auch bei den Buddenbrooks. Das Korsett war ja nicht nur das Korsett, was sie getragen haben, es war ja auch so ein Korsett der Zeit. Und irgendwie einen Film zu machen, der schon so eine, der muss so eine Modernität von heute haben, um dran zu bleiben, aber er muss dir erzählen, aus welcher Zeit und in welchem Kontext diese Entscheidung getroffen war. Das hat mir viel Freude gemacht. Das habe ich gerne gespielt. Für eine anstrengende Zeit. Glauben Sie, dass man das über unsere Zeit in 100 Jahren auch denkt? Dass man ich denke darüber auch mal nach. Anstrengend das war. Ja, ich glaube schon. 2023. Naja, mit ihrem Insta und alle müssen gut aussehen und die Filter, die wir uns übers Gesicht ziehen und... Ja, das habe ich alles Jahre nicht gewusst. Ich habe nur immer gedacht, warum sehe ich so scheiße aus auf diesen Handyfotos und ja, den Filter ihres Filter. Ja, Sie brauchen keine Filter, Frau Bern. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es fehlt mir die Zeit. Ich bin ja so ein ungeduldiger Mensch. Ja. Es muss ja alles so viel sein und so schnell sein. Und ich bin so ein Renner. Und manchmal denke ich auch mal, ich bin in einer gewissen Weise nachlässig da auch. Aber ich wüsste, wenn ich jung jetzt wäre, könnte ich mich nicht so verhalten, wie ich mich heute verhalte. Nachlässig mit was jetzt? Na, mit mir dann so, was man machen muss und wo man sich... Sie sehen aus wie knapp vor 50. Vor 50. Also wenn wir beide nebeneinander ein Foto machen würden, dann Geschwister. Ich bin jetzt 48. Ich hätte gerne so einen Bruder. Ja? Ja. Ich habe ja gar keine Geschwister. Nee. Aber das wäre schon gut. Das mich als Bruder? Ja. Allein, was ich damit punkten würde, wenn ich sage, wisst ihr eigentlich, wenn mein Bruder ist, hör mal zu, du Arschgeige. Krömer, wer ist Krömer? Krömer, wer ist Krömer? Frau Berben ist deine Schwester, das wussten wir gar nicht. Warum habt ihr da nie drüber geredet? Fräulein Berben, ich bin doch nicht verheiratet. Sind Sie nicht? Nee, ich war auch noch nie. Nein? Nee. Also aus Prinzip oder weil sich das nicht ergeben hat? Nee, auch ergeben hätte es sich hier und da. Ja, nee. Also Hochzeitsanträge haben Sie bestimmt viele bekommen, oder? Oder kriegen die immer sind noch? Sind was dabei, ja. War was dabei. Und warum haben Sie das abgelehnt? Ich glaube, da bin ich auch irgendwie ein bisschen in der Zeit verhaftet geblieben, in der ich groß wurde. Die 68er war Familie und Ehe. Und das habe ich irgendwie... Zu spießig, zu bieder? Ja, war damals natürlich unsere Einstellung. Dabei als Institution ist es doch toll. Aber ich habe ja, das Kind ist da, Enkelkinder auch. Also ich habe das alles gemacht. Ich habe nur diesen Schein. Ja, muss man jetzt nicht. Ne? Also die Zeit ist jetzt vorbei. Ich habe das auch so, dass ich jetzt denke, was ist jetzt Hochzeit eigentlich? Also der Ring, das finde ich schön. Ja, aber den kann man sich auch. Das Fest finde ich schön. Das ist bestimmt schön. Das ist für viele, glaube ich, schön. Ich glaube, für ganz viele habe ich manchmal das Gefühl, ist das Fest das Wichtigste. Und dann kommt... Also jetzt... Nicht nur, aber dann alle zu sehen. Ich stell mir immer so eine Wiese vor, wo eine große Tafel ist und die Kinder springen rum und Freunde und man ist zusammen. Ja. Ich habe noch nie geheiratet. Ah, nee? Nee, ich habe also ein paar Versuche gescheitert. Ja, freudscher, richtiger Versprecher. Versuche gestartet und die sind dann nicht gescheitert. Aber also gar nicht erst bis hin dann. Verlobt. Verlobt. So, und dann kam der Druck. Ach, wie witzig, verlobt finde ich auch. Also so dann toll verlobt irgendwie. Man Heute sich? Verlobt man sich auch wieder. Ja, ich. Und dann kommt so der Druck, dass man denkt, oh Gott, was haben wir das getan? Für immer? Wir sind ja jetzt verlobt. Ja. Genau, bis das der Tod uns scheidet. Bis das der Tod uns scheidet. Was ich eigentlich auch gut finde. Nee, bis das die Liebe uns scheidet, müsste es heißen. Ja. Oder? Bis das die Liebe uns scheidet. Ja, stimmt. Aber das finde ich eigentlich ganz gut. Dann würde es gehen. Dass man mit jemandem zusammen ist und dann einfach sagt, ich möchte mit dir alt und dick werden, habe ich immer gesagt. Ja, also alt, ja, mit dem dick, ja, okay. Ich habe dann immer gesagt, erster. Da haben sie nie, ach so. Ist das bei Ihnen eigentlich, ich lese ja jetzt so Yellow Press nicht, aber sind Sie viel in der Yellow Press? Nein. So? Mit wem ist Frau Berben jetzt zusammen? Wo macht sie Urlaub? Was ist sie? Ich habe mir einen klasse Typen geschnappt vor 15 Jahren, 16 Jahren jetzt. Und hält. Ich bin ja so ein Langstreckenläufer eher in Beziehung. Ja. Davor die Beziehung war 32 Jahre. 32? Nicht verheiratet. Warum zucke ich jetzt zusammen? Ich bin doch überhaupt nicht pro Hochzeit. Das kann ja nicht sein. 32 Jahre nicht verheiratet. Warum? Ja, warum? Warum kommt der denn mir gerade hoch?
Ja, da würden wir könnten uns länger jetzt darüber unterhalten. Ja, genau. Nee, möchte ich nicht. Ist das für Sie auch schön, jungen Leuten Tipps zu geben? Nee. Also, weil man nicht, immer so. Nee, nicht ungefragt, aber wenn jetzt ein 20-jähriges Mädchen auf Sie zukommt und ja, fragt, Frau Berben, was soll ich tun? Also, wo soll wenn ich du hin? Mit jungen Kolleginnen arbeitest, ich habe längere Zeit in Polen jetzt gearbeitet, an einem sehr schönen Projekt, Deutsches Haus. Und da waren fast nur junge Kolleginnen und Kollegen. Und dann, das natürlich. Ist es ein schöner Moment, wenn jemand kommt und sagt, oh Mann, wie haben Sie es gemacht? Ich würde so gerne so, wie Sie sind. Und das sind ja dann auch Gespräche, die man führt. Aber dass man so richtige Tipps gibt, also da sage ich dann auch immer, also wenn es nach dieser Political Correctness geht, habe ich ja nun gar nichts richtig gemacht, oder? Mhm. Nicht verheiratet, wähle SPD, habe ein uneheliches Kind, habe mich früher zu Drogen bekannt, oder? Ja. Aber das ist ja die Vergangenheit, denke ich dann immer. Das haben wir halt so gemacht. Ja. Das war halt so. Ja, nur, ja. Weil man muss sich ja jetzt nicht, also ich habe auch Drogen genommen, bin jetzt da nicht stolz drauf. Nee, aber nicht darum. Aber stehe dazu, dass ich es halt gemacht habe und würde jetzt immer sagen, mach's nicht. Mach's so. Nicht, ja, würde ich auch tun. Aber gehört dazu, ist jetzt in der, also in die Vergangenheit geblickt, nicht politisch unkorrekt. Ja. Es wäre jetzt politisch unkorrekt zu sagen, war dufte, würde ich euch allen raten, ja, auch ja, gerne klar. Kleinen Kindern. Okay, ja. Ja, das stimmt schon. Aber so eine Funktion, so also eine Vorbildfunktion, da zucke ich dann immer leicht zusammen. Das habe ich auch, dass ich sage, also ein Heiliger bin ich nicht. Nee, aber bin ich wirklich nicht. Und ich bin froh, dass ich bei den meisten Dingen, die dann vielleicht nicht so korrekt laufen, auch gar nicht erwischt werde. Dass es früher auch keine Handykameras gab, bestimmt, ne? War ein Segen. Also ich finde es nicht schön, unaufgefordert Tipps zu geben, dass ich jetzt irgendwo zu einer jugendlichen Gruppe hingehe und denen die Welt erkläre. Nee. Aber ich hatte so einen schönen Moment, wo ich auch, das war auch ein Kinofilm, eine Premiere. Nee, das war so ein Festival in Süddeutschland, wo so ein Typ, der hat ein Kino und der pickt sich Filme aus dem Fernsehen und macht so eine Art Berlinale in Süddeutschland mit Herrn Becker. Mit dem Regisseur Becker, Lars Becker. Ja, mit Lars Becker. Der mit dem Schlag haben wir da aufgeführt. Und der ganze Cast war mit dabei. Und dann war ich fertig. Die haben alle gesagt, wir gehen dann noch ins Hotel. Und da ich trockener Alkoholiker bin, nicht trinke, wusste ich dann, okay, das war jetzt ein schöner Abend. Aber ich gehe jetzt ins Bett. So, das war 22.30 Uhr oder so. Und dann bin ich in diesem Hotel, war ich alleine an der Bar und habe mich da noch an so einen Tisch gesetzt. Das war so eine Tafel, da hätten 10 Leute Platz gehabt. Und habe gedacht, jetzt ich trinke noch eine Fanta. Und war so ganz alleine, aber war so selig. Ja. Und dann kam eine Schauspielerin, die setzte sich neben mich. Und dann kam ein junger Schauspieler. Und irgendwann war diese ganze Tafel voll mit jungen Leuten. Ich war wirklich wie so ein Mafia-Boss am Tischende. Sah auch aus wie Opa Bresicke, hatte so ein graues Sakko an, Hosenträger und Manschettenknöpfe. Und dann haben die mich gefragt, wie haben sie das gemacht? Was muss man jetzt machen? Aber das welchen ist schön, Weg geht man? Ja. Und dann saß ich da, ich schön, weiß nicht, wie alt ich da war, 45 oder so, und dachte, toll, jetzt bin ich in so einem Alter, wo ich aufgefordert, ja, wenn ich gefragt werde, dann muss man ja antworten, dass ich dann Tipps gegeben habe. Und dann wirklich bis um 2 Uhr nachts da saß und eigentlich dachte ich, Opa geht jetzt schlafen, bis um 2 Uhr nachts dann mit den jungen Leuten an dieser Tafel saß und dann selig ins Bett gegangen bin und ja, dachte, das ist ein tolles Gefühl. Ja, das ist auch ein schönes Gefühl. Manchmal kommt so ein, ja, ich habe das schon auch, aber obwohl jetzt merke ich so, ich bin wirklich tatsächlich fast immer die Älteste, so am Drehort. Mhm. Und manchmal ist so eine Melancholie auch, die kommt, wo man denkt, wenn man dann sehr junge Kolleginnen und Kollegen sieht und so und man weiß, was noch alles kommt oder man sich vorstellt oder wo man hin möchte oder was. Also manchmal sehne ich mich schon auch wieder danach. Das ist eine gute Zeit gewesen auch. Mhm. Ich finde, wenn man aber es ist eine positive Melancholie. Sie zieht mich nicht runter, aber man denkt schon darüber nach, gerade wenn einen immer mehr Menschen dann fragen, oh, wie hast du das gemacht und wie kann man so werden oder wie kann man bleiben oder was kann man dafür tun und so. Und dann
denke ich immer, aber ich bin auch selber noch so mittendrin. Ich suche es ja auch noch. Ich weiß doch auf ganz viele Dinge gar keine Antwort. Und ich bin so verunsichert in vielen Dingen auch. Und nur weiß ich natürlich ganz gut, die zu kaschieren nach außen hin. Man gibt, will ja auch nicht immer so viel von seiner eigenen Stimmung im Moment anderen mitteilen und so. Das finde ich sowieso, also ist auch so ein Schutz, privat zu sein irgendwie, ne? Das, und nicht alles nach draußen. Aber klar, es hat auch damit zu tun, wie viele Kollegen einen, ja, die man schon verloren hat, ne? Die alle nicht mehr da sind, wo man von einer Beerdigung zur nächsten geht. Ich denke und dann sofort, sagt, es gibt so tolle Menschen. Ja, an Hannelore Elster. Hannelore, sofort. Das ist so, das war bei Ihnen wie Geschwister eigentlich. Ne? Ja. Man dachte immer. Haben ja viele gesagt und wir kannten uns ja auch gut und wir kannten uns sehr, sehr lang und es gab sicherlich auch eine Menge Parallelen und es gab eine ganze Menge, gar keine, vieles, was überhaupt nicht parallel lief. Aber es sind so Menschen, die dir fehlen. Also nicht nur mir jetzt fehlen, sondern sie fehlen diesem Beruf auch. Ja, ja, klar. Es fehlt dieses, das meinte ich vorhin, dieses Unangepasste, was du nicht so genau immer schon gleich erkennst, erklären kannst. Und störrisch, finde ich, muss man sein. Und eben nicht überall mitlaufen und mitrennen. Aber vielleicht verklärt man das auch alles. Ich weiß es nicht, wenn man älter wird. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich bin jedenfalls froh um die Zeit, diese 60er und 70er, in denen ich groß geworden bin. Ja. Empfand ich als die freieste Zeit, die es gab. War das so? Ja, es war die freieste Zeit. Aber man musste auch am meisten sich wehren, oder? Gegen, ja, du hattest aber... Die alten Nazis. Ja, diese, absolut. Diese, aber dadurch die war ist versteckt es, auch. Also die, musste die waren man ja versteckt mal, und die musste enttarnen. Man enttarnen. Und das hat aber wiederum natürlich auch dann damit zu tun gehabt, die sie nicht enttarnen wollten. Dadurch hat sich auch bei einem etwas entwickelt, dass man gesagt hat, man ist jetzt nicht so Obrigkeits... gnädig und abhängig und Uniformen haben für uns überhaupt keine Funktion gehabt. Diesen Angst. Halbgott in Weiß und Ärzte und das alles, so. Ne? Das hat natürlich eine Generation auch irgendwie daher meine ich, dieser Ausdruck von Freiheit, der war schon extrem groß da. Du warst auch unbeobachteter eben einfach. Das kam dazu. Ich bin 74 geboren und von meinem Vater habe ich das mitbekommen. Der ist ja auch angefeindet worden damals, weil er lange Haare hatte. Ja, kenne ich also alles. Das war ja ganz schlimm. Ja, ich weiß. Da waren dann die alten Nazis, die in ihrem Nazi-Jargon dann darauf geantwortet haben, was man mit den Leuten, in Anführungszeichen, was man da machen sollte, muss. Ja. Und auch dieses Obrigkeitsdenken, dass ich immer so erzogen worden bin, dass bei mir war, also bei uns war immer der Arzt, dass er, mein Vater mal gesagt hat, der ist ja kein Gott. Das kann auch sein, dass der jetzt nach Hause geht, seine Kinder verprügelt. Richtig. Das hat nichts, also das heißt nicht, dass alle Ärzte so drauf sind, aber dass man immer hinterfragen sollte. Dass man Autoritäten, dass man nicht immer nickt und den Bückling macht und sagt, sie stehen über mir, also müssen sie Recht haben. Das war in meiner Familie auch so. Sie sind Arzt, der hat studiert, der muss immer Recht haben. Das, über die Erziehung bin ich sehr dankbar. Ja, so. Und die war eben die wir versucht haben einzufordern in den 60ern wirklich. Ja. Ne? Oder Minirock. Da kam ja der Minirock auf. Ja. Wann war der Minirock da? 65, 66, so fing das an. Carnaby Street in London. Aber relativ früh und. Das war früh und dann. Revolutionär. Es war insofern revolutionär, weil Leute wirklich auf der Straße auf die Frauen losgegangen sind. Ne? Weil das war freiwillig plötzlich. Ja. Und wir haben gesagt: Pass mal auf. Wir stehen hier nicht zur Verfügung für euch. Das ist unser Wille. Das ist unsere freie Entscheidung. Mhm. Und die bedeutet nicht freie Wahl für euch. Das ist ja auch so ein Prozess, der über lange Jahre... Und heute noch, glaube ich, oder? Dass wenn ich jetzt eine Frau, die leicht bekleidet ist irgendwie, dass einige Männer immer noch denken, ist freiwillig. Dass das immer ist noch nicht verstanden wird, irgendwie die Frau kann nackend über den Kudamm rennen, ist scheißegal. Es gibt dir nicht das Recht, die anzufassen oder darüber zu urteilen. Das ist so lustig. Als Teenager rebelliert man ja immer gegen die Eltern. Ja. Dann will man nicht so sein, Tonstein Scherben, ich will nicht so sein wie mein Alter. Dass meine Revolution immer darin bestand, dass ich bis heute einen Fassonschnitt habe.
Also, dass die Haare kurz sind. Weil ich wollte nie so aussehen wie mein Vater, der immer lange Haare hatte. Der mit langen Haaren gestorben ist, wo ich dachte, nee, ich bin da anders. Ja. Wir sind leider am Ende. Ich fand es richtig schön. Ich auch. Wir haben uns einfach unterhalten. Ich weiß nicht, bei wem das war, aber das sieht dann so ein. Also bei Ihnen ist das jetzt auch so. Sie sitzen vor mir, wir saßen schon mal nebeneinander. Ich war nicht gut gekleidet. Ich hatte Bad Hair Day. Aber da dachte ich auch, die existiert ja wirklich. Weil ich sie aus dem Fernsehen kenne seit Jahrzehnten und dann jetzt sitze ich hier und denke, ich habe mich jetzt mit Ihnen unterhalten. Ja, für mich ist es wirklich eine Freude gewesen. Frau Berm, ich bedanke mich. Waren wir jetzt per Du oder ich höre schon wieder auf mit Sie? Sie haben ja die ganze Zeit gesiezt und ich habe gesagt, nein, nein. Und wir wollten uns langsam dahin tasten. Also wir machen das jetzt nochmal. Und dann gehen wir langsam in diese, ja, ich weiß, es ist auch so eine alte, es ist so ein Respektding einfach. Das ist, Iris? Ja. Danke, Kurt, dass du da warst. Kurt, es war schön mit dir. Dankeschön. Ja, schade, das war die Wesen, aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Hier ist jetzt erstmal Feierabend, aber wir gehen ja jetzt rüber in den Deluxe-Teil. Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.